Ja, weil ich bin in Japan angekommen und natürlich ist hier nicht Maskenpflicht, aber viele tragen die Masken aktuell einfach aus Sorge eben, ob der Ansteckung. Es ist natürlich sowieso die Saison dafür und die Japaner tragen das eigentlich ja nicht, damit sie sich nicht anstecken, sondern normalerweise, um die anderen nicht zu belästigen mit den eigenen Viren, also eher eine Schutzmaßnahme für die anderen. Jetzt mag der ein oder andere denken, ist das vielleicht gar nicht so schlecht, hier eine Maske zu tragen, um dann gegebenenfalls eben geschützt zu sein, wenn da mehr noch unterwegs ist. Und man sieht das immer wieder, es sind sehr, sehr viele, die sie tragen, aber man sollte auch nicht in Panik verfallen, denn dieses Bild ist um diese Jahreszeit, es ist Februar, mittendrin, es ist kühl, wobei es tagsüber bis 16, 17 Grad heute jetzt unterwegs gewesen, aber abends wird es ja dann doch kalt. Und dann ist man empfindlich kalt angezogen unter Umständen und dann ist es nicht so schlecht, wenn man ein bisschen geschützt ist. Also insofern nicht so außergewöhnlich das Bild. Sehr außergewöhnlich ist das Bild im Moment bei den Indizes. Der DAX ist wahnsinnig schnell nach unten gekommen. Ich habe es gestern vor meinem Abflug nochmal erwähnt. Dort haben wir eine sehr heftige Bewegung gesehen und der Markt im Moment nicht erholt. Das muss noch nichts heißen, aber wir sollten nicht vergessen, in den letzten Monaten war es eigentlich immer so, dass wenn wir eine starke Abwärtsbewegung hatten, immer ist so eine Sache, aber sehr häufig dann auch sehr schnell eine sehr steile Aufwärtsbewegung wieder, die das alles konterkariert hat. Die ist bis jetzt ausgeblieben. Und das lässt vermuten, dass da vielleicht sogar noch mehr möglich ist. Und wenn wir uns jetzt den letzten Aufwärtsarm mal angucken, Arm kann man fast gar nicht sagen, das ist so eine breite Spanne, in der Markt da so hin und her wackelt, dann ist das alles andere als überzeugend für die bullische Seite, sondern eher nochmal ein Zeichen, das sieht noch so aus, als ob es da vielleicht nochmal nach unten ausbrechen kann. Ähnlich übrigens beim Euro gegen US-Dollar. Ich habe gesagt, bei ungefähr so bei 1,08, ein bisschen tiefer ist es, da ist so eine mögliche Bodenbildung. Naja, sagen wir mal so, ein Zwischenboden ist mindestens mal eingezogen, aber auch hier gilt jetzt, dass die Aufwärtsbewegung aktuell nicht wirklich Schwung nach oben mitbringt, sondern man eigentlich eher sogar davon ausgehen kann, dass es da noch ein wenig nach unten geht. Da sehe ich eine ganz interessante, eine spannende Chance, die man vielleicht für den Handel nutzen kann. Ebenso bei Gold. Gold geht aber jetzt im Moment, nachdem es so stark nach oben gegangen ist, wackelig nach unten. Da ist es umgekehrt auf der Oberseite. Einfach mal dazwischen hoch, mal genauer angucken. Die würden sich sicherlich dazu eignen, um vielleicht hier nochmal die Fortsetzung zu sehen. Wobei man natürlich sagen muss, die sind ganz schön weit schon gelaufen. Und die Frage ist, wie weit geht das Ganze denn dann noch? Ich weiß es natürlich auch nicht, aber die Fortsetzung der Richtung ist auf jeden Fall nochmal ein Thema. Und wer mit Trailing Stops umgehen kann, der kann eh sagen, hey cool, solange es läuft, alles wunderbar. Und wenn es irgendwann nicht mehr läuft, dann ziehe ich den Stop halt, naja, der wird dann nachgezogen durch die Bewegung. Dann werde ich halt rausfliegen, aber nicht wirklich zu einem Drama-Zeitpunkt. So, das von dieser Seite. Wir hören hier im Hintergrund, klingt es schon sehr aufberaubend hier mit Martinshorn. Ich weiß ja, das ist hier die falsche Betonung. Nein, das ist die Sirene im Hintergrund. Ich sage für heute erstmal alles gut. Meine Stimme lässt nämlich schon langsam nach. Hier ist es nämlich nicht ganz leise. Ich wünsche alles Gute und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut.